rein aus Prinzip. Ich meine, warum auch nicht? Okay. Halt dich fest. Danke. Spring halt ins Messer. Ist okay. So. Nee. Das wird nur wehtun. Das sind nur unnötige Schmerzen, die ich nicht mit eingehen würde. So, das heißt, ich muss jetzt gleich nochmal ins Wasser springen und den ganzen Spaß. Den ganzen schönen Spaß, den wir jetzt gerade schon zum 5000. Mal hinter uns haben, nochmal machen. Weil Spiel sagt so. Weil das Spiel ist so verlangt. Wieso springt sie daneben? Ich hinterfrag's nicht. Es wäre nämlich gerade super perfekt gelaufen, hätte sie das nicht gemacht. Okay. Warte mal, wo komme ich an, wenn ich nochmal zurückgehe? Ganz oben. Schaffe ich es von ganz... Nee, kann ich ja nicht mehr. Scheiße. Nein. So ein Entwickler so, ja, wir machen das Level, dass du fünfmal hoch und runter laufen wirst. Da sind sie super verwirrt von. Sag mal. Natürlich. Ich bin nur angenervt, ist okay. Können wir jetzt noch 15 Mal machen. So, das Teil ist... Rüber. Wieso springt sie daran vorbei? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum springt sie denn andauernd dran vorbei? Das ist das, was mich hier gerade extremst verwirrt. Was? Okay, nochmal. Das war jetzt mein Fehler. Sehe ich ein, das war jetzt mein Fehler. Ich mach die Tür auf. Zu lange, um sie wieder richtig zu biegen, sonst würde das super funktionieren. Aber nein. Irgendwie nicht so, oder? Ich habe auch keinen Rückweg. Das ist mein Problem gerade. Ich habe keinen Rückweg. Hätte ich einen Rückweg, würde ich sagen, gut, gehst du mal schnell das machen. Aber ich habe keinen Rückweg. Ich habe echt keinen Rückweg. Und das ist das, was mich gerade ankotzt. Ich habe keinen anderen Rückweg. Außer meine 20.000 Versuche in den Tod. Nee, es war zu langsam. Mach die Tür auf. Die werden kürzer. Mich nervt es wirklich an, dass sie einfach eiskalt dran vorbeispringt. Dass sie die nicht wahrnimmt. So,
Mach, dass sie kleiner werden, danke. Und wenn sie mal drauf stehen bleibt, dann will sie natürlich, dass ich erstmal die Aktionstaste drücke. Ich wäre drüben. Ich wäre drüben gewesen. Ich wäre ausnahmsweise mal drüben gewesen. Aber nein, der Speicherpunkt für diesen Abschnitt ist erst 3 Kilometer entfernt. Denn Level-Design ist alles. Rüber, rüber, rüber. Oh, endlich. Ey, nee. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal rüberhoppen. Wir müssen jetzt nochmal runter, genau. Wir müssen jetzt den ganzen Spaß, den wir gerade hinter uns gelassen haben, wo ich mich gefreut habe, dass wir es eigentlich nicht nochmal machen müssten, nochmal machen. Denn ich, Depp, habe die offensichtlichste Ecke der offensichtlichsten Ecken nicht mitbekommen. Wer hat Spaß? Ich nicht. Ich mache das jetzt schon zum 5000 gefühlten Mal. Alle kriegen das. Wir kriegen das alles. Keine Angst. Wir haben Zeit, wir haben Geduld. Wir haben sonst keine Wehwehchen. Ich meinte, wir, und mit wir meine ich nicht Lara. Oh Gott. Ich will, dass es aufhört. Ich will das Ägypten heute noch fertig kriegen. Sagte sie und failte in Ägypten 1000 Mal. Wie soll denn das danach werden im nächsten Gebiet? Wenn ich jetzt schon Ägypten abkürze. Danke dir, dass du dich doch noch festgehalten hast. Wenigstens das eine einzige Mal. Und dann sowieso nie wieder. Zumindest gibt es immer wieder Kontrollpunkte. Das gibt mir zumindest Hoffnung, dass ich den ganzen Spaß nicht nochmal machen muss. Gibt mir ein klein wenig Hoffnung. So ein Fünkchen. Das erstoppt aber auch gerade ganz langsam und sicher. Gut, runter da. Rüber, rüber, rüber. Danke. Danke. Spaß an der Sache. Immer. Habe ich doch immer. Noch nie Spaß. Zum Beispiel hatte ich noch nie so viel Spaß in einem Level, wenn ich alles 10.000 Mal nochmal machen muss. Ja, sonst ist aber auch egal. Das ist ganz, ganz knorke. Ja, kann man so sagen. So. Schön, dass wir mal wieder hier oben sind. Und schön, dass wir mal wieder hektisch rumspringen dürfen in diesen staubigen Gemäuern. So. Da wir jetzt mal wieder hier sind, die Freude ist groß. Okay, rüber da. Danke. Kontrollpunkte. Ein Kontrollpünktchen. Wieso springe ich eigentlich hier hoch? Ich muss doch sowieso wieder nachher hier runter. So. Und jetzt sollte ich dran denken, nicht von den Teilen hier abgenippelt hier und schön, ne? Und ihr wisst, was ich meine.
ein Schaschlik aufgespießt werden. Danke, das wollte ich sagen. Okay. Hier ist das Teil. Kann ich hier hoch? Nein. Aber von hier aus kann ich da hoch. Ich nehme das nämlich hier als Speicherpunkt gerade. Aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt extremst geschummelt war. Ist mir gerade sowas von scheißegal. Es ist mir gerade sowas von Wurst. Ob das jetzt geschummelt war oder nicht. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Danke, Kontrollpunkt. Danke. Der ewige Gang des staubigen Raumes. Endlich, letzter Hebel. Oh mein Gott, endlich. So. Letzte Treppe. Andere Frage. Komme ich jetzt hier runter, ohne sterben zu müssen? Nein. Wieso auch? Jetzt muss ich wieder einen Weg finden, da runterzukommen. Das gibt's doch nicht. Muss ich den Scheiß wieder machen? Okay. Wer hat Lust, nochmal durch die Todesfallen zu laufen? Yay. Wir haben es bald hinter uns. Wir haben es bald hinter uns. Das ist das Wichtigste. Ich muss ja hier lang. Von daher ist das sinnfrei. Ich muss auch nach unten. Von daher... Wie weit komme ich mit dem Teil? Nicht sehr weit. Aber ich lebe noch. Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe. Aber ich lebe noch. Na dann sammeln wir noch alles ein, was wir hier einsammeln können. Schön. So. Dann sind wir hier auch sicher wieder unten angekommen. Können die Todesfalle zum 10.000. Mal jetzt durchspielen. Ich hasse sie. Geh kaputt. Rüber. Danke. Oh, es hat funktioniert. Hallo, letztes Einsammelstück. Hallo, Siegel von Anubis. Hallo, Gitter, das sich öffnet. Dann würde ich sagen, runter geht's. Nicht hier runter, das tut weh. Ich will gerne hier runter. Dankeschön. Welche Richtung? Ich würde sagen, gleich hier unten. Okay. Lass uns von hier abhauen. Sofort. Von hier abhauen. So. Wo bin ich? Irgendwo in einem Abflussrohr. Nein. Wir haben hier... Ah. Ist klar. Ja, zumindest sind wir da. Gut. Nehmen alles mit, was man mitnehmen könnte. Schön wieder hier zu sein. Schön, dass mich aber auch noch nichts angreifen will. Nicht, dass ich mich beschwere oder so. Finde ich auch gut. Ja, ich glaube, das war jetzt der Rückweg, richtig? Sieht so aus. Da ist Licht, nehme ich mal an. Und Sand. So kann es nur der Ausgang sein. Und das heißt, ich darf jetzt hier... Ohne weitere Probleme. Danke für die nicht anwesende Frage. Wo kamst du denn jetzt her? Ach nee. Okay, irgendwas Rundes. Ja. Setzen wir jetzt einfach mal ganz schnell die Sachen hier ein. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt.
Du willst den Ankh. Und... Och nee, was macht das denn jetzt? Du hier kriegst das Auge. Schön. Levelende. Danke. Das war der Obelisk des Gamon. Wir spielen jetzt schon seit 5,5 Stunden. Über 5,5 Stunden. Ich bin jetzt schon fertig mit dem Leben. Wir haben 7 Sachen getötet, 18 Sachen eingesammelt, keine Artefakte gefunden, keine Reliquien gab es. Meiste Zeit spielen wir auch nicht drüber. Auch nichts freigeschalten. Ja, ich würde gerne speichern. Ja, danke. Und dann würde ich sagen, ich stelle mich mal gekonnt vor die Tür. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in dem Zion-Heiligtum. Bis dahin. Ciao, vielleicht finde ich ja heute mal den Aufnahme-Beenden-Knopf.